Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich kandidiere für den Bundesvorstand, weil ich mich in die bundespolitischen Entscheidungen der FDP einbringen möchte als Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion und insbesondere auch als Vorsitzender des FDP-Landesverbandes Niedersachsens. Ich möchte die landespolitische Perspektive im Bundesvorstand stärken. Denn ein Großteil, im Prinzip eigentlich alle bundespolitischen Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Landespolitik und natürlich auf die Menschen in den Ländern. Und als Länder sind wir insbesondere gefordert, etwa den Vollzug zu organisieren und viele andere Fragestellungen in der Umsetzung zu beachten. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese landespolitische Perspektive bei unseren Entscheidungen, bei unseren liberalen Entscheidungen dann auch tatsächlich berücksichtigt und beachtet wird und wir darauf achten, dass es auch tatsächlich bei den Menschen ankommt, dass unsere liberale Politik eben auch erlebbar wird. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Beitrag, den wir aus den Ländern leisten können. Einbringen möchte ich auch meine Erfahrungen, die ich als Staatssekretär und Minister im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz gemacht habe. Dort war ich von 2008 bis 2012 Staatssekretär und von 2012 bis 2013 Minister. Und daraus leitet sich auch mein erster inhaltlicher Schwerpunkt ab, den ich habe, nämlich die Umwelt-, Energie- und Klimapolitik, die ja eine weiter zunehmende Bedeutung hat und bei der wir eben auch echte liberale Antworten haben. So in der Umweltpolitik insbesondere ausgedrückt mit der Aussage, dass wir Umweltpolitik mit den Menschen machen wollen und in der Klima- und Energiepolitik insbesondere dadurch, dass wir auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen, das Thema Klimapolitik und Klimaschutz sehr ernst nehmen, aber eben ja einen Rahmen setzen wollen, in dem sich die Dinge dann am Ende gut und selbst organisieren, ohne das Ziel des Klimaschutzes außer Acht zu lassen. Darüber hinaus ist ein inhaltlicher Schwerpunkt für mich die Innen- und Rechtspolitik. Von meiner Ausbildung her bin ich Jurist. Ich habe als Richter und als Staatsanwalt gearbeitet und daher natürlich auch eine große Nähe zu diesen innen- und rechtspolitischen Themen, die mich weiterhin sehr interessieren und die ich auch eng weiter verfolge. Auch da möchte ich mich gerne weiter inhaltlich einbringen. Mit der Bundestagswahl in diesem Jahr stehen wir vor einer großen Herausforderung. Wir sind gut unterwegs im Moment. Dabei muss es aber auch bleiben. Wir müssen alles daran setzen, dass es tatsächlich gelingt, dass wir wieder eine gestaltende Funktion haben, dass wir eine gestaltende Rolle im Deutschen Bundestag haben und dass wir dann unsere liberalen Inhalte auch in echte Politik umsetzen können. Und ich möchte mich im Bundesvorstand auch mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen engagieren. Wir haben im nächsten Jahr unter anderem eben in Niedersachsen Landtagswahl. Und auch für die niedersächsische Landtagswahl, wo unser Ziel eben auch ist, wieder in Regierungsverantwortung zu kommen, spielen natürlich die bundespolitischen Rahmenbedingungen eine große Rolle. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie meine Kandidatur für den Bundesvorstand unterstützen würden und mich wählen würden. In jedem Fall freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.